Moin moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cards Against... Cards Against Humanity. Was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir eigentlich so leise gerade? Cards Against Humanity. Okay, Cards Against Humanity. Ich kann den kaum verstehen. Echt? Okay, ich bin eigentlich bei mir normal aus. Ja, ist cool. Komm, ich mal wieder. Ja, die Karte hatte ich beim letzten auch. Außer will jemand, ja? Darf ich? Ach, go, Quatsch. Ja, hau rein. So. Kind, lass dir von deinem alten Opa von... Das ist von deinem alten Opa von... Was machen wir denn da? Ich fand meine lustig. Na ja, komm, nimm mal die hier. Zack. So, wir haben übrigens jetzt, Was nehme ich denn jetzt? Die, eine andere Version. Peter hatte hier so die Soft-Version in der letzten Folge ausgewählt. Die heißen beide Cards Against Humanity Deutsch. Ja, jetzt haben wir aber die Hardcore-Version. So, ich nehme mal die richtig Hardcore-Antwort. Oh, hey. Das ist nicht richtig. So, Finger weg da! Lass dir von deinem alten Opa mal von... Der gute 50 Kilogramm Hackfleisch geht immer. Ich glaube, die Karte geht echt immer. Geil! Geil, so, Kind, lass dir von einem alten Opa mal von einem Sexkomet von Neptun, welcher die Erde mit fliegenden Sexschlangen verseucht, erzählen. Ich bin halt allein schon, egal vom Inhalt, so lange Karten sind schon immer scheiße, wenn du zu lange lest. Ja. Kind, lass dir von einem alten Opa von Niesen, Furzen und Husten gleichzeitig erzählen. Ja, okay, das ist noch nett. Und als letztes, Kind, lass dir von einem alten Opa von einer 60-jährigen Frau, die komischerweise ziemlich geil aussieht, erzählt. Ja, sorry. Jawohl. Hack geht immer. Gar keine Schnitte. Gegen Hack hast du einfach keine Schnitte. Ziehen, Leute. Hast du echt keine Schnitte. Hab ich schon. F. Ach so, hier ist F. So, ach, ich bin scheiße. Ich kann die neben mir gar nicht sehen. Wer ist denn weiß und wer ist blau? Ich bin neben dir rechts. Weiß. Du kannst auch mit Rechtsklick drehen. Ja, ich möchte von euch jetzt haben, zu einem Date in einem Restaurant gehört immer irgendwas, was ihr zu einem Date mit mir mitbringen würdet. Wie möchtet ihr mich überzeugen? Oh, mal gucken, ist nicht so mega Zeigt lustig. Ich hab leider nichts mit einer Katze. Meine Runde. Definitiv meine Runde. Okay. Potet Karte ziehen. Oh shit, warte. Ich hab letzte Runde keine Karte gezogen. Ja, selbst schuld. Die kannst du nicht mehr selbst verkackt. Ich kann ich die noch nicht. Nee. Drei sind da drauf, da fehlt noch eine. Ja. Ah, da. Ja, okay. Der lass dich schon weg. Christian möchte was ganz Lustiges mit zu meinem Date bringen. Ich bin halt nicht sehr kompliziert gestrickt. Okay, Christian möchte Sex direkt mitbringen, oder was? Eine Frau. Nein. Okay, ich möchte von euch überzeugt werden in einem Date mit einem Penis. Das ist Chris. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, aber es spricht mich auf jeden Fall an. Die Bibel, du bist auf jeden Fall dismissed. Sorry. Bei einem Date in einem Restaurant gehört immer die Bibel. Katzenfleisch! Das könnte köstlich werden. Das passt auf jeden Fall zum Ambiente. Oder fasst einen Obdachlosen... Was? Was? Fasst einem Obdachlosen Geld geben. Ja, okay. Okay, das ist... Hallo, was soll das? Ich finde Katzenfleisch gar nicht so unerotisch. Ja, ich weiß. Ich wollte nur zusammenräumen, weil Katzenfleisch ist so. Aber das ist deine Entscheidung. Warum hat Katzenfleisch gewonnen? Ich finde eigentlich den Penis direkt zum Date, finde ich eigentlich, sollte man mitbringen. Sehr gut. Ja, was denn jetzt? Der Penis hat gewonnen. Ach Mann, weißt du, Katzen, willst du mich verarschen, Sepp? Ja, hallo, der Penis Alter, ist einfach... Alter, ich hab dir Katzenfleisch genommen extra für dich, du Pisser. Hättest du Brüste gehabt, dann hätte ich die genommen. Ach du Sack. Du Sack, weißt du, das... Boah, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, ey. Jetzt bist du pissig, ne? Ja, bin ich auch. Du kriegst von mir keinen Punkt mehr. Jetzt auf Christian. Christian hat schon wieder 2 Punkte. Ups. Ey, Vorsicht. Sorry. Es geht los. Okay, ja, du bist einfach nicht lustig heute. Nee, ich weiß auch nicht. Heute krieg ich keine Punkte. Was zeige ich leuchten, um zu zeigen, dass ich ein Zauberer bin? Alles klar! Voll geil. Ich hab tatsächlich die Antwort, die werde ich euch zeigen, weil ich niemals spielen werde. Ich würde das ja eigentlich zeigen. Ja, aber das wäre passend.
Das wäre so mega passend, ja. Aber stattdessen hole ich mir die Runde mit dem hier. Dunkle Magie, okay. Wenn dunkle Magie kommt, darf Bram... Okay, gut zu wissen. Denke ich Leuten, um zu zeigen, dass ich ins Sommer rum... Da hätte auch der Penis wieder gepasst. Einer fehlt noch. Also. Ja, ich bin noch unschlüssig, was für ein Penis ich zeige. Das zeige ich Leuten. Ey, wie kann ich denn zweimal die gleiche Karte haben? Anaimus. Okay, Chris, ja, das war Dennis. Tiergeräusche? Tiergeräusche ist kein Zauberer. Fotos von Tonnamen. Oh, das ist schon die letzte. Ein Buch mit 100 unglaublichen Fakten über den menschlichen Darm. So, mein Kind, heute zaubern wir. Ich schlage Seite 236 auf, der Dünndarm. Also der Analhusten, der kriegt den Punkt. Okay, ja, Mann! Was? Mann. Wow, Bram, was hast du denn gelegt? Ja, ich musste mich entscheiden zwischen dem Analhusten und den tatsächlich das mit dem langen Text. Ja, die 100, ein Buch mit 100 unglaublichen Fakten über den menschlichen Darm hatte. Fand ich auch nicht schlecht, ja. Okay. Passt halt dazu. Analhusten fickt halt. Analhusten geht halt so immer. Also ich muss halt sagen, Peter, Analhusten ist ziemlich penetrant. Meinst du, das Bild hier drumherum wurde in Deutschland aufgenommen? Das sieht wirklich dran, ne? So ziemlich deutsch hier aus, alles so Sonnenblumen. Ja, das Gras. Da ist hinten so ein rote. Das ist bestimmt. Studenten wollen doch alle nur. Was? Ja, Moment, ich muss noch die Karten wegkommen, Alter. Wo bin ich denn? Ja, das ist easy. Studenten wollen doch alle nur. Okay. Hab ich jetzt hier nachgemacht, was ist denn jetzt passiert? Ja, verrückt. Boah, Peter, wie machst du sowas? Wie ist Peter gestrickt? Krieg ich den damit? Ja. Ey. Ja, komm, die Runde gebe ich mal. Hi! Hey! Boah, jetzt stinken sie aber rum, ey. Hat das Bild geändert? Gibt's ja gar nicht. Ey, ich fand das voll schön. Ich will nicht hier in so einer Gasse spielen. Aber das ist auch in Deutschland. Notausgang frei halten. Stimmt. Ja, okay, das ist schön. So, das Studenten wollen doch alle nur der Mond. Okay, das ist die Burncard. Das passt ja nicht mal grammatikalisch. Studenten wollen doch alle nur diese fette Frau im Supermarkt. Das ist nicht schlecht. Studenten wollen doch alle nur Stacks. Das trifft direkt. Das ist Nagel auf den Kopf. Sehr, sehr gut. Also da die Karte zu spielen war genau richtig. Studenten wollen doch alle nur nackt durch Edeka rennen und auf die Kaugummis an der Kasse kacken. Okay! Das hat gewonnen! Jawohl! Ach Mann, was kriegt ihr denn auch für geile Karten? Ah, die Karte ist echt Text geil. Gelegt. Ja, ich. Ja, geil ist, die Karte, ich habe auch über dieselbe Karte zu spielen. Ich habe dieselbe Karte sogar nochmal. Krass. Wow, das heißt, die gibt's einfach tausendmal. Sepp und Bram, wenn Sex kommt, nehme ich euch nicht. Gut. Achso. Ich bin dran, ne? Ich darf noch eine Karte ziehen. Gib mir doch mal was Geiles Unfug. Jetzt. Wow. Klappt irgendwie gerade. Das kann echt nicht wahr sein. Flammen wir denn jetzt? Ja, ich habe auch keine. Erstmal mein Ding weghauen. Erstmal hier mischen. Ach, hier vernünftige Karten. So. Bin ich jetzt überhaupt dran? Ich glaube, ich bin dran, ne? So. Das Leben war schwer, als es noch kein... gab. Das Leben war schwerer, als es noch Ich sag nur, tote Juden würden jetzt den Punkt von mir instant kriegen. Das ist auch schon wieder scheiße. Ja. Das Leben war schwer, als es noch keinen Sex gab. Hurra. Wollte Sepp gerade schon legen? Das war wirklich schwer. Hier. Boah, ich hab auch nur so Mongo. Ey, jetzt komm, mach mir doch nicht eine Burn-Runde dahin. Das ist auf jeden Fall eine Burn. Wieso denn nicht? Auch wie öde, weil so eine Scheiße kommt nicht doch hier alles. Das ist echt eine blöde Karte. Aber vielleicht ist aber Lustiges dabei. Boah, wehe, wenn nicht. Dann quitt ich. So. Weil es noch keine Juden gab. Das Leben war schwer, als es noch kein Wissenschaft gab. Langweilig. Wissenschaft. Ich gebe auch gar keinen Punkt. Gott gab. Ja, da war doch einfach und geil. Furzen? Ja, schon eher. Hast du missgelacht? Eine Socke. Ja. Das Furzen hat immerhin einen rausgeholt. Also Furzen. Ja, Mann! Oh, Peter, Peter hat nur so eine Scheiße, nur was anderes. Ich habe einfach nur Furzen gesagt. Peter, willst du damit uns was sagen? Das ist eigentlich gar nicht mal die krass gute Karte. Willst du uns was sagen? Musst du aufs Klo? Ja, da muss ich eben auf Klo. In dem Moment. Pumperpunkkuchen ist mein Lieblingskuchen. Ach du Scheiße. Geil.
Los, belustigt mich, ihr einfaches Volk. Da hab's eh wieder keine Schnitte mit meinen Karten. Boah, da hab ich jetzt gerade tatsächlich keine gute Karte für. Boah, ich hab auch wieder... Boah, Alter, ich hab nur so lange Karten. Weißt du, da würden auch schon wieder 50 Kilo Hackfleischkuchen ist bei mir. Würde von mir jetzt den Punkt kriegen. Das glaub ich. Würde passen. Das glaube ich. Ach ja. Naja, wieder eine Karte ist die da so gute Idee. Ich brauche halt neue. So! Sechs Kuchen ist mein Lieblingskett. Selbstpunkt. Sechs Kuchen. Thermonukleares Waffenarsenal Kuchen. Das ist so unlogisch, dass ich lustig bin. Das ist ein bisschen absurd. Und auf mich stinkt ein Kotkuchen. Okay. Ja, würde ich auch viel können. Zuckerwatte. Ja, scheiße, der Kot hat gewonnen. Juhu! Oh ne! Das kann echt nicht wahr sein. Sag mal, kann man eigentlich Cards Against Humanity auch selber basteln? Sich als Spiel? Also ich meine halt hier, du würdest, also wo wir dann halt... Du würdest auf jede Karte Tote, Juden... Ja, echt, ja, natürlich! Ja, also damit, halt, Kilo damit wir halt dauerhaft halt krasse Karten haben. Leute, die sowas modden können, die könnten mal einen Cards Against YouTuber machen oder so, dass man dann halt nicht Cards irgendwelche Leute, nicht irgendwelche Ethnien beleidigt oder so, sondern irgendwie, was weiß ich... Genau, was war's das, oder was? Gerne an. Was macht ihr da? Pizza Arme. Ja, Christian hatte gewonnen. Ach, Christian hat schon gewonnen. Okay, ich gar nicht mitgekriegt. Und deshalb hast du doch gesagt, oh nein, oder nicht? Echt? Okay, nö. Ach, Jay. So schnell habe ich das gar nicht gemerkt. Okay, also jetzt müssen wir aber echt noch eine schnelle Folge dranhängen. Eigentlich. Okay, dann wer als erster zwei Karten hat. Ja, so gut, dann restarte doch bitte den Server und ich schneide das. Okay. Also, das ist doch einfach. Jay schneidet mal wieder zurück. Peter muss hier noch austeilen. Also das Pizza, also das Cards Against YouTuber könnt ihr auch gerne mit uns machen. Also irgendwie. Ja, irgendwie Jay oder Hardy oder Pete Sweet oder Kesselmark oder was auch immer da reinhauen. Einfach volle Kette. Soll ich denn jetzt anfangen, weil ich gewonnen habe? Ne, wer ist denn dran gewesen? Wer wäre denn dran gewesen? Das wäre eh eine andere Reihenfolge. Also fang du an, Chris. Fang an, ja. Chris. Oder Sepp ist mal geil. Okay, ich fand heraus, dass man Freunde schwer mit etwas aufmuntern kann. Womit könnt ihr mich denn nur schwer aufmuntern, Leute? Versucht mich aufzumuntern. Ich bin richtig freudig. Wow. Komm her. Bram ist auch richtig freudig. Richtig freudig. Ich bin auch freudig. Also ja, ich finde, schon mal eine neue Karte. Ich fand heraus, dass man Freunde schwer mit Sex aufmuntern kann. So, vier Stück haben wir. Okay, das ist eine Punkt, das ist eine Karte, mit der man mal einen Punkt kriegen kann, theoretisch. Ich hab nicht einen Punkt schon wieder. Das will ich aber mal sehen, hier, womit ihr mich auch mal schwer begeistern könnt. Ein Pferd ohne Beine! Ja, das ist wirklich sehr praktisch. Das arme Pferd. Hey, Jay, wie hast du eigentlich... Der Moralapostel, ey. Masturbation, das kommt dem ganz nah, was ich mir so vorstellen könnte. 50 Euro, das ist echt ätzend. Das ist, okay, das ist echt hammer ätzend. Was geht? Oder aber 100 Stück. Geil. Okay, Männertitten auf jeden Fall. Juhu! Geil. Christian gewinnt halt wieder, das ist so lecker mit seinen Karten. Aber dennoch Männertitten, Alter, was die machen, Alter. Ohne Scheiß, da kannst du echt nichts machen. Weg mit den Scheißkarten, weg da. Also so viele gute Karten. Da kannst du mir die mal nicht auf die Hand legen. Ups. Ja, ich schmeiß die hier raus. Ja, dann kommen die doch wieder. Echt? Oh. Ja. Nice, Jay. Okay. Ja, okay. Der hat das Spiel gecheckt. Hauptsache, Jay hat's voll drauf. Ja, die liegen da. Christian macht und ich mach das hier so lange. Ich warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier liegen nur 3 Karten. Irgendeinem fehlen noch eine. Ja, irgendjemand hat die wahrscheinlich zugemurmelt gekriegt. Also ich hab sie. Geht mal eure Karten durch. Cool, warte ich mal. Wer hat denn eben. Ein Pferd ohne Beine hattet ihr eben gelegt. Dann ja. Ups, hab ich die auch da reingeschmissen. So, aber kommen wir zur nächsten spannenden Runde. War. Die Aufgabe. Aber warte, wenn du in den nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir obendrauf. Diese QVC, ich liebe sie. Kostet nur 40 Kannst Euro, du das bitte gleich, wenn du die Antworten vorliest, auch bitte nochmal so vorlesen? Ja, das wäre cool. Würde ich auch sehr begrüßen. Also ja, da, hier hauen jetzt alle raus, was sie haben. Also ich lese jetzt bei jedem Ding nochmal die komplette Karte vor. Ja, bitte. Ja, Mann. So wie Sepp gerade.
Aber Sepp versteht auch immer seine Stimme so geil, wenn der vorliest. Ja. So. Also, wir wollen jetzt sehen. Aber warte, wenn du in den nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir stinkende Fickies. Ja, Peter. Schon in Ordnung. Alter Peter. Aber warte, wenn du in den nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir eine Handtasche voll mit Tuten. Sehr schön. Aber ich glaube, die stinkt nicht so sehr wie die Hippies. Oh nein, ich bin aber warte, wenn du in den nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir ein Kind, was ein Pädophil aus Rache vergewaltigt. Alter. Ja, das hab ich doch gerne. Wie versendest du das denn mit aber der Aber warte, wenn du in den nächsten 15 Minuten anrufst, geben wir dir ein Eisfach voller Organe oben drauf. Boah, Alter, voll geil. Das ist eklig. Boah, shit. Also sagen wir mal, boah, das ist echt eine schwierige Auswahl mittlerweile. Das ist ja krass. Da haben wir nicht geburnt. Ja, ist halt glaube ich, gute Karte, oder? Ne? Also wenn ja, ich das so sehe, hat keiner geburnt. Oh, scheiße. Da kannst du gut was draufhauen, sind ey. Die eigentlich alle nicht schlecht? Aber ich glaube, die Handtasche voll mit Durchfall kriegt den Punkt. Nein, nein, nein! Jawohl! Nein! Oh, ach, Mann! Kann nicht sein, ich lege nie die Karte, wo Bram sagt, ich hätte die gelegt. Ich stehe auch mal kurz an dieser Stelle. Ja, dann, die lege ich nämlich immer. Ich habe gesagt, dass Jay die gelegt hat. Die lege ich immer. Ja, ich hab das Kind, das pädophile Kind gelegt. Peter, im Zweifel, okay. Wenn ich auf die Idee komme, dass jemand eine Karte gelegt hat, hast du die immer gelegt. Ist jetzt schon mal aufgefallen. Ja, das stimmt. So. Dafür gibt es doch eine App! Ich glaube, das hatten wir schon mal sowas. Ja, ja. Wie viele Karten habe ich? Ah, sieben, ja, okay. Ich habe die App, Junge. Scheiße, ey. Jetzt gehen die Karten. Oh, sorry. Wird hier Burn-Karte. Ich hasse das! So. Die musst du nicht drehen. Die muss man theoretisch gar nicht drehen. Kannst du einfach so blub drauf, manchmal nur klappt das, blauer klappt Rand. Das nicht. Ja, manchmal du musst einen blauen Rand haben. Dafür gibt es doch eine App. Dunkle Magie? Dafür gibt es doch eine App! Ja, Abram. Oh, Peter. Mit der Kraft von 1000 Sonnen ejakulieren? Dafür gibt es doch eine App! Das ist auch mal wieder schön. Sexuelle Demütigung? Dafür gibt es doch eine App! Schlecht, ey. Ein Tritt in den Hintern? Dafür gibt es doch eine App! Ja, gerade war lustiger. Okay, Peter, wovon würdest du dir was wünschen? Ich nehme die Kraft der 1000 Sorgen. Oh, nein, die sexuelle Demütigung. Das kann nicht wahr sein. Dafür gibt es sogar eine App. Damit hat Bram gewonnen. Ja, dafür gibt's echt. Damit hat Bram gewonnen, ja, korrekt. Oh Mann, und nice, ich dachte mir gerade schon, die Kraft mit der 1000 Sonnen, die wollte ich schon bei Christian einfach legen. Egal, ob die Sinn ergibt oder nicht. Ich hasse es. Einfach, schon wieder kein Punkt. Ist, ne? Nicht einmal einen Punkt geholt. Scheißspiel. Hab ich den Set gemacht? Nicht nur Set, sondern mir auch meine Lieblingsseite widerspiegelt. Achso, deine Lieblingsseite? Ich hab ungeskillt. 1000suns.org oder was? Ja. Kann ich hier leider nicht nennen. Okay. Beatsmeet.de, ich weiß. Beat.de, genau. Bing, bing. Was schreibt der Mongo da? Halt was. Was macht denn der da? Wo ist Peter hin? Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.